Anime-TikToks sind eine komplett andere Welt und ich wünschte mir, ich wäre niemals in diese Welt eingetreten. Trotzdem habe ich es getan und ich bereue es. Nichts gegen Animes an sich, es gibt bestimmt ein paar coole wie Naruto, Dragon Ball oder One Piece. Aber wenn man zu tief in der Materie ist, wird's einfach unangenehm. Ich kann doch nicht der Einzige sein, bei dem sich der Körper direkt zusammenzieht, wenn ich sowas sehe. Ich kann da nicht mal 2 Sekunden zuschauen, ohne mich zu cringen. Wenn ich ehrlich bin, würde ich jetzt gerne das Video beenden. Das ist nicht süß, knuffig oder keine Ahnung, Uwu. Oh Gott, jetzt habe ich das auch noch gesagt. Und glaubt mir, diese Anime-Geek-Community ist riesig. Es gibt tausende von Menschen, die, nachdem sie sowas gesehen haben, auf den Like-Button klicken und wahrscheinlich noch irgendwas mit Uwu kommentieren. Er hat mich darum gebeten, ihn so hart zu schlagen, wie ich kann. Auf diesen Anime-Conventions kommen, glaube ich, echt die weirdesten Leute zusammen. Der Typ will geschlagen werden von einem Anime-Charakter. Oh, damn. Er wird jetzt das erste Mal fühlen, wie es ist, wenn ihn eine echte Frau anfasst. Ich hoffe nur nicht, dass er jetzt Knockout geht oder so. Das wäre peinlich. Das war genauso peinlich, wenn nicht sogar noch schlimmer. Dieses Woo danach. Ich weiß nicht, wie man geil drauf sein kann, von einem Mädchen im Anime-Kostüm geschlagen zu werden, vor all diesen Leuten, aber so wie das aussah, fandet er das richtig geil. Einer seiner Träume ist wahrscheinlich gerade in Erfüllung gegangen. Der nächste Step ist dann das, wo die Frauen auf ihn eintreten mit diesen fetten Lackschuhen und er dann die Fußsohlen ablecken muss. Ja, ich würde sogar wetten, dass er das noch machen wird in seinem Leben. Aber jeder so, wie er mag. Für mich wäre das nichts. I love my waifu Sayaka Maizono. We've gone everywhere, to a zoo, in a limo, multiple times to the mall, movie theater, ocean, pool, restaurant. Ich ignoriere mal ganz kurz den Fakt, dass du da mit einem Pub-Aufsteller zusammen bist und sag erstmal, dass ich es gut finde, dass du draußen unterwegs bist. Das ist der erste Anime-Tryhard-Fan, der auch ein echtes Leben hat, mit echten Aktivitäten. Aber was ist das? Bro datet einen Pub-Aufsteller. Ich frag mich, wie läuft das im Kino hier ab, an der Kasse? Sagst du da wirklich, einmal bitte den Pärchensitz, Nachos für mich und Schatz, was möchtest du? Ain't no way, bro. Nein, nein. An RC car, so she can move around with me if I want. All my consoles are covered with her, alongside all my game covers, which I replace. I follow over 200 Maizono accounts, which is currently half the people I follow on Twitter. I have over $500 in commissioned artwork, some of us together. Umso länger ich das schaue, umso schlimmer wird es auch. Ich dachte, das hier war schon der Peak. Aber was danach kommt, hat mich überzeugt, dass der Typ der komplette Psychopath ist. Ich brauche auch nur seine Stimme hören und weiß sofort, was abgeht. Das hier sind meine Gamecover und das hier sind alle meine Konsolen und überall ist sie. Bro, bitte, stop it. A legitimate place of worship though, as when you walk in, you'll see a choir of Sayakas. Alongside an 18-foot-tall mural. Then if you go upstairs, you can see the truly special part, which is the walls and rooms of Sayaka Maizono. Oh Gott, der hat das ganze Haus voll mit ihr. Yep, das war's mit ihm. Das ist der Speedrun, wie man sein komplettes Leben zerstört und in einer Psychose endet. Mal angenommen, der hat Freunde oder so. Wie stelle ich mir das vor, wenn jemand vorbeikommt in deine Crib zum Chillen? Ja, ja, also der Typ macht 100% geisteskranke Sachen, die ich nicht wissen will, sobald die Sonne untergeht. Da bin ich mir sicher. Das war Misas. Mehr davon, bitte. Okay, ihr wollt es nicht anders. Ich zeige euch jetzt meine Anime-Stimme. Damals in meiner Schule haben die sogar Witze drüber gemacht, von wegen, dass ich mal Anime-Synchronsprecherin werden soll. Also das Lachen war fake as f***. Und ich wette, niemand hat das in der Schule zu ihr gesagt. Und wie down bad will bitte der Typ sein, der diesen Kommentar hier geschrieben hat. Das Uwu war Misas. Mehr davon bitte. Oh, hell, na, wieso weiß ich, dass genau so jemand hinter der Tastatur da sitzt? Aber ja, okay, genug gelabert, let's go. Uwu? Ich kann mich selbst nicht ernst nehmen. Ja, das war einer zu viel. Ich will mir die Kugel geben. Ich will einen Kasten Bier jetzt hier auf der Stelle leeren, damit ich das einfach so schnell wie es geht vergesse. Ich kann mich selbst nicht ernst nehmen. Nein, nein, du sollst das ernst nehmen. Bitte mach weiter damit, das war so unglaublich cool. Vielleicht meldest du dich ja bei so einem Anime-Stimmenwettbewerb an. Okay, das war eigentlich ein Witz von mir.
Ich schaue mir das Video jetzt nochmal von vorne an und versuche nicht zu cringen, okay? Okay, ich habe verloren. Das war geisteskrank cringe. Onin-chan. Onin-chan. Onin-chan, da ich gehe. Der Typ hier im Kleid ist so beeindruckt, dass er sogar auf die Knie geht und sie vergöttert. Bro, was machst du da? Ja, das ist einfach eine andere Welt und ich bin low-key froh darüber, dass ich nicht checke, was da alles abgeht. Das ist einfach so ein Bereich. Ey, die Menschen können in dieser Bubble echt alles tun, was sie wollen, aber ich weiß, dass ich niemals nur einen Schritt in diese Bubble machen will. Bald, ihr seht mich dort bei so einem Wettbewerb und erkennt meine Stimme, wenn ich so versuche, das perfekte Uwu zu machen. Ich muss mich gerade auch richtig zusammenreißen, dass ich das nicht einmal jetzt mache, dieses Uwu in dieser Anime-Stimme. Weil ohne Scheiß, keine Ahnung wieso, aber ich kann das richtig gut. Aber ich weiß, ich würde das im Nachhinein bereuen, wenn eine Aufnahme davon im Internet existiert. Hey yo, Docky check. Your first Docky? Your latest Docky? Your least favorite Docky? Zum Glück spricht der Englisch und kein Deutsch. Ich hätte Angst, in Deutschland rauszugehen, wenn ich wüsste, dass der Typ hier in der Nähe sein könnte. Was ist das? Also, mir ist schon klar, was das ist, aber was ist das? Bro hat wirklich lange, schmale Kissen in seinem Bett von Anime-Charaktern, mit denen er kuscheln kann. Also ich hoffe, dass du nur damit kuschelst. Your favorite, Docky. Docky you've slept with the most. All of your waifu Dockies. More of your Docky collection. And your custom drawn. Wie viele Kissen hat der Typ? Ich weiß einfach, dass dieses Zimmer gottlos stinken muss. Er wird niemals alle Kissen waschen, weil die dann bestimmt auch den Eigengeruch von dem Girl hier verlieren. Also das ist Top 10 der abgefucktesten und weirdesten TikToks, die ich jemals in meinem gesamten Leben gesehen habe. Date night with MiveTuber GF. We have our own private Discord. Date night mit meiner VTuber-Freundin. Also mit dem Ding. Du weißt ja nicht mal, wie die Person dahinter aussieht. Den Filter hier kann sich nämlich jeder machen, der Bock darauf hat. Er datet also einfach das Ding. Dahinter könnte sich der schäbigste Discord-Mod aller Zeiten verstecken und du datest den dann einfach. Und teilst so deine privaten Geheimnisse damit und sagst so, dass du es liebst. Sharing some snacks. Ich bete einfach dafür, dass keiner, der dieses Video hier sieht, irgendwann da endet. Also ich meine, die teilen sich Snacks miteinander. Wie soll das bitte gehen? Dieser Part lässt uns immer weinen. Oh ja, ich sehe, wie sie weint. Sie ist so traurig. Ey, was laber ich hier eigentlich? Halt dein Maul, bitte. Ohayo. Also wenn mir dieser TikTok-Livestream zufällig auf meine For You gespielt wird, werde ich einen neuen Weltrekord da drin aufstellen, sein Handy gegen die Wand zu schmettern. Aus Reflex einfach. Ich kann mir sowas nicht geben. Das ist so unglaublich cringe und peinlich. Bitte sagt es mir. Schreibt es in die Kommentare, ob ich der Einzige bin, den es richtig wegcringed. Er denkt, er ist in einem Anime. Der ist ja komplett gefangen. Gut. Und jetzt back up. Geh dahin zurück, wo du herkamst. Ja, Bro, du bist richtig angsteinflößend gerade. Ich habe richtig Respekt vor dir. Wow. Was denkt der, wer er ist? Denkt der, er macht gleich ein Kamehameha und haut seinen Lehrer durch die Wand oder was? Ich würde mir in diesem Moment auch denken, dass der mich verarscht. Das kann doch nicht echt sein, oder? Das kann doch niemand ernst meinen. Die Lehrerin dachte sich, sie kann heute normal den Unterricht machen und auf einmal steppt da jemand aus der letzten Reihe vor, der denkt, er ist gerade im Staffelfinale von einem Anime, wo er den bösen Lehrer ausschalten muss oder so. Die arme Frau, die tut mir da wirklich am meisten leid. I'm not filming your karaoke.
Das beschreibt das ganze Ding hier nochmal perfekt. Anime-Typ steht irgendwo. Anime-Typ hat gerade seit einer Minute kein TikTok geöffnet und jetzt muss sich Anime-Typ erstmal seine kurze Aufmerksamkeitsspanne füllen mit bisschen Dopamin. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Ja, ne, diese Anime-Welt ist echt nichts für mich. Und ich werde mich auch so weit, wie es nur geht, fernhalten davon. Und ich möchte auch bitte kein Beef jetzt mit der Anime-Community, okay? Bitte verschont mich. Ich werde mir die Videos sowieso nicht reinziehen. Wovon ihr euch aber nicht fernhalten solltet, ist der Like- und Abonnieren-Button. Plus 10% Coolness, wenn ihr beides gemacht habt. Danke fürs Zuschauen und bis...